Also ursprünglich habe ich dieses Vierrad konzipiert als Nebeneinander-Tandem, ein sogenanntes Sociable. Und da hatte ich zwei Einzelsitze, wobei der Beifahrersitz hier auf der Stange verschiebbar war. Da aber meine Frau fast nicht mit mir mitfährt, habe ich mich entschlossen, das so zu konzipieren und den zweiten Antrieb mit der eigenen Gangschaltung hier wegzunehmen. Und auf die Art und Weise kann meine Frau zwar mitkommen, aber eben selber nicht mittreten. Ja, das Ding ist eine Wanderbaustelle, wie man ja auch sieht, da gibt es immer Kinderkrankheiten. Ich habe hier die Fahrradtasche nach innen gesetzt, und aber letztlich kommt dort aus Autogurten, so Sicherheitsgurten, kommt so eine Ebene eingeflochten, die als Gepäckträger dient. Die Kettenführung hatte ich von Anfang an eigentlich als eine direkte, unumgelenkte Kettenführung geplant. Das hat sich dann aber mit der Zeit, weil ich den Sitz tiefer gelegt habe, als nicht praktisch erwiesen. Ich werde in diesem Bereich hier durch dieses Tretlager eine Umlenkritzel einbauen, sodass ich die Kettenführung mit nur 10 Grad Winkel umlenken kann und direkt führen. Hier vorne haben wir eine Ackermann-Lenkung, das heißt, diese Ausleger, die sind nicht parallel, sondern deren Verlängerungslinien treffen sich im Schnittpunkt irgendwo auf der Hinterachse, egal bei welchem Lenkzustand. Ja, was kann man noch sagen? Das ist so ein Plausch, ne? Hier die Lenkung haben wir im Moment aus so einem kleinen Inline-Scooter gemacht, wie man ja unten sieht. Haben hier einfach einen Ritzel angeschweißt, hier eins angeschweißt und auf Spannung dann diese Naht geschweißt, sodass die Kette hier nicht abspringt. Und es lenkt sich sehr leicht. Also ich kann es mit 2 Fingern lenken. Das geht sehr gut. Ich hatte mich damals entschlossen für 4x26 Zoll, weil das Gefährt auch im Wald dienen sollte, auf schlechten Wegen, und der Rollwiderstand bei 26 Zoll Rädern besser ist. Ein Nabendynamo und Scheibenbremse. Der eine Nabendynamo, obwohl er ein 6 Volt Nabendynamo ist, der tut die Lichtanlage hier in Reihe geschaltete LEDs dann letztlich auf 11, etwas Volt hochregeln. Und dazu habe ich einen Pufferakku. Das ist die effizienteste Lösung, einen Pufferakku zu haben, den man zwischendurch auch mal nachladen kann. Und ich habe das jetzt hier eingestellt auf Dynamo an. Ein Schalter ist für Dynamo an aus. Und der andere Schalter ist für Licht an und aus, also Dauerlicht, Standlicht an und aus. Ich weiß nicht, was sonst noch zu sagen wäre. Ich glaube, dass ich muss noch hier ein Kreuz einsetzen, damit der Wagen etwas mehr in sich stabil wird. Und hier vorne bei höheren Geschwindigkeiten habe ich gesehen, dass diese Vorderradgabelarme quasi, dass die zu lang sind, und gerade der hier tut sich manchmal aufschaukeln. Also werde ich noch schauen, dass ich, obwohl die Tretkurbel frei sein soll, hier wahrscheinlich auch noch ein kleines Kreuz einsetze. Dann ist geplant, eine PVC-Rohr, Gitterrohr, Käfig, Karosserie hier drauf zu bringen, um einen gewissen Regenschutz zu ermöglichen, und die wird dann mit Isomatten zurecht geschnittenen Isomatten wird die hier verkleidet, diese ganze Geschichte. Dazu muss ich die Seite des Lenkers etwas kürzen und einige der Bedienelemente auf die andere Seite rüberbringen. Das reicht voll aus, wenn man nur von hier bis hier als Lenker hätte. Man kann also dann hier,
hier so anfassen und hier so anfassen und hat aber dieses Hörnchen hier, um einfach Dinge wie Gasgriff, Klingel und so weiter zu platzieren. Der kommt noch ein bisschen tiefer, das ist hier ganz einfach möglich. Schraube lösen tiefer. Weil ich den Sitz um 12 cm tiefer gemacht habe, kann ich also auch gut hier noch die Lenkung, was haben wir hier noch, 8 cm tiefer setzen. Ansonsten war das ein tolles Experiment für mich und es zeigt eigentlich, dass man kein Elektroauto braucht, was über 500 Kilo wiegt, um 2 Personen zu transportieren und den Wocheneinkauf, sondern es geht auch mit 40 Kilo. Natürlich in dem eingeschränkten Geschwindigkeitsbereich von 25 km/h mit Elektromotor. Ich komme mit einer Batterie-Akkufüllung. Ich habe hier einen 11,6 Amperestunden Akku, 36 Volt, also 400, was auch immer, Amperestunden drin. Komme ich bei Vollgas etwa 40 Kilometer weit, wenn ich mittrete. Und wenn ich ein bisschen spare, bis zu 60, 65 Kilometer komme ich weit mit Beladung und so wie es ist. Es besteht ja eigentlich aus Schrottteilen, nur die Reifen sind neu gekauft und die LEDs. Und von daher wäre da Optimierungsbedarf, wenn man hier den Rahmen komplett von vorne neu schweißen würde und auf die Kettenführung noch ein bisschen mehr achten würde. Wenn man alle Lager reinigen würde, neu fetten würde, eine neue Kette montieren, dann denke ich, wären durchaus 5 bis 10 Kilometer mehr drin. Ja, was ich nächstes Mal noch anders machen würde, ist, ich würde wahrscheinlich nicht 26 Zoll Räder nehmen, sondern 24, da dann bei gleichen üblichen Getriebeübersetzungen von der Kettenschaltung oder Nabenschaltung sich eine bessere Berggängigkeit ergeben würde. Ach ja, ich würde durch den langen Vorbau auf die Vorderradfederungen verzichten. Die sind überflüssig, haben sowieso ein viel zu hohes Losbrechmoment und bringen nicht wirklich fühlbaren Komfort. Das macht der Stahlrahmen alles wett, aber da der Hinterbau das Hauptgewicht trägt, finde ich die Hinterrad-Einzelrad-Federungen sehr sinnvoll. Die würde ich also auch wiederholen. Wenn man das Rad von einer Pike aufbauen würde, könnte man auch noch hier einige Zentimeter sparen. Das ganze Gefährt ist natürlich sehr lang. Also wenn ich hinter die Federung direkt hinter den Sitz ansetzen würde, wenn ich eine 24 Zoll Radgröße vorne und hinten wählen würde und was noch geplant ist, ein Tretbootantrieb quasi, also ich meine so eine Tretkurbelantrieb, zentral angeordnet, dann könnte ich auch noch hier wieder einige Zentimeter einsparen, sodass ich insgesamt nicht länger wäre als ein Hollandrad mit Kinderanhänger. Und das Ziel, was ich sowieso vorher hatte, das habe ich erreicht, dass ich nicht breiter als ein Kinderanhänger bin. So, das ist mein Plausch. Und tut mir leid, dass ich das so unstrukturiert und einfach so mache, aber ich hoffe, ihr habt irgendwie ein paar Fragen geklärt gekriegt bei diesem Rundgang hier. Und insofern verabschiede ich mich mal wieder für heute und wünsche euch alles Gute. Tschüss.